bald findet das Sichtungstraining für die Letzte Kids statt. Wie läuft das in circa ab? Ja, es wird sicher ganz viel gespielt werden, ganz viel gematchelt werden in kleinen Spielformen, dass die Kinder sich so viel wie möglich bewegen können und so viel wie möglich zeigen können, was sie mit dem Ball können und wie engagiert dass sie shooten. Was schauen die speziell jetzt, gerade bei so einem Sichtungstraining, wahrscheinlich viele Kinder unterwegs sind, was schauen die am meisten? Ja, es ist natürlich so, dass ganz viele Kinder kommen und dass wir eigentlich im Vergleich sehr wenig Platz anbieten können. Darum müssen wir schauen, was die Sportlichkeit angeht. Sind die Kinder sehr sportlich? Tun sie sich aktiv am Spiel beteiligen? Auch schon Persönlichkeitsmerkmal? Sind es solche, die vorausgehen oder lieber sich verstecken? Die Eigenmotivation ist ganz wichtig, die Kinder auf den Platz bringen oder bringen sollten, nachher auch hier im weiteren Training. Aktuell sind wir 89 letzte Kids verteilt auf 4 Gefäße von U8 bis U11. Über die Jahre, die wir hier im Kinderfußball verbringen, sollten sie sich entwickeln zu aktiven Fußballern, zu schnellen, dynamischen, grossen, starken Fußballern oder Fußballerinnen. Und nachher wird der nächste Schritt ist dann die Abteilung von Deco vom FC Zürich und nachher kommt dann schon das Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt ist der FC Zürich sehr bekannt als Ausbildungsverein. Wie wichtig ist das, dass man als FC Zürich Leute aus der Region in so einem Sichtungstraining reinnimmt und die fördert? Ja, ich glaube, das ist für uns als FC Zürich sehr wichtig, weil wir tun ja nicht nur die nächsten Fußballstars ausbilden, sondern auch die nächste Generation Fans des FC Zürich. Und wir möchten auch den Fans eine Möglichkeit bieten, den Club so kennenlernen. Wir versuchen da, gerade im Kinderfußballbereich, dass die Kinder sich wohlfühlen, das familiäre Umfeld sich wohlfühlt, da Vertrauen hat zum FC Zürich und so ganz viele neue FCZ-Fans auch gewinnen. Du bist wahrscheinlich in einem Sichtungstraining gewesen. Kannst du uns ganz schnell erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist, auch denen, die es dich genommen haben? Ja, also am Anfang war ich in einer Halle, weil es fest geregnet hat. Dann habe ich mit denen trainiert, die auch ein Probetraining gemacht haben. Und dann habe ich es bestanden. Dann habe ich da mit der U10 FC Zürich gespielt und Probetraining gemacht dort auch. Dann ist es bestanden. Ich war nicht wirklich in einem Sichtungstraining, weil ich mal in einer Mannschaft war und die haben gesagt, ich sollte mal hierher kommen. Also ich war nervös, ich wollte bei FC Zürich spielen, letzte Kids. Ich habe alles gegeben, probiert dribbeln, probiert Pass spielen, so viel Goal wie möglich. Nachher ist E-Mail an meine Eltern, hat sie es mir gesagt. Nachher bin ich in mein Zimmer gerannt, hat mich gefreut. Hast du ein Lieblingsspiel aus der ersten Mannschaft? Ja, Blindian Krasnici, Okita. Jonathan Okita? Ja. Spielst du eine ähnliche Position? Ja. Hast du einen Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin beim FC Zürich, bei den ersten Mannschaften? Nein, ich kann sie auch nicht gerne.